Hallo ihr lieben Yoga-Pandas, ich freue mich, euch zu sehen. Heute geht unsere Reise weiter. Wir treffen heute ganz viele Tiere und fahren sogar mit einem Heißluftballon. Bist du bereit? Dann mach mit! Ja. Guten Morgen! Wir begrüßen die Sonne, wir begrüßen die Erde. Einen Schritt zurück, noch einen Schritt zurück. Ich bin eine Schlange. Ich bin ein Hund. Einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach vorne. Wir begrüßen die Erde. Wir begrüßen die Sonne. Guten Tag, mein Herz. Läutet da mein Telefon? Ah, ja. Hallo, wer spricht da? Hallo, ich bin's, der Yoga-Panda. Hallo, Yoga-Panda. Wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Bist du noch in Tansania? Ja, ich bin noch in Tansania. Es ist wunderschön hier. Du bist in Gefahr. Was? Du musst die Tiere warnen. Ein Vulkan wird ausbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Ich muss die Tiere warnen. Ein Vulkan wird ausbrechen. Schnell. Ja, das mache ich, Yoga-Panda. Bis bald. Ist da ein Löwe? Komm, lasst uns einmal nachschauen. Oh, seht nur. Ein süßes Löwenbaby. Vielleicht kann er uns helfen, die Tiere zu warnen. Schauen wir mal, ob er schon brüllen kann. Setz dich mal auf deine Knie. Und auf 1, 2, 3 strecke mal ganz weit deine Zunge raus. 1, 2, 3. Oh je, das Löwenbaby kann noch gar nicht richtig brüllen. Aber vielleicht können wir dem Löwenbaby helfen. Komm, klettern wir auf einen Baum. Wir klettern ganz rauf. Und wenn wir ganz oben sind, soll der Löwe ganz laut brüllen. Wir kommen in die Yoga-Baumhaltung. Hörst du den Löwen? Ich höre leider gar nichts. Wir probieren die Übung auf der anderen Seite. Hörst du den Löwen? Komm mal auf deine Knie. Und bei 1, 2, 3 streck wieder deine Zunge ganz weit raus. 1, 2, 3. Schon etwas besser, aber leider noch viel zu leise. Vielleicht kann uns die Giraffe helfen. Komm einmal in die Giraffen-Yoga-Haltung. Beug dich mal runter zum Löwenbaby. Hallo Löwenbaby, du musst die Tiere warnen. Ein Vulkan wird ausbrechen. Die Tiere müssen flüchten. Das Löwenbaby weiß, es muss jetzt ganz laut brüllen. Komm wieder auf deine Knie. Auf 1, 2, 3, brüll einmal so richtig laut. Bist du bereit? 1, 2, 3. Gut gemacht. Die Tiere sind gewarnt und machen sich auf den Weg, um zu flüchten. Die Flamingos haben das Löwenbaby gehört und machen sich auf den Weg. Sie fliegen weg und flüchten vor dem Vulkan. Sogar die Schlangen haben das Löwenbaby gehört. Sie kriechen ganz schnell weg. Auch die Krokodile flüchten vor dem Vulkan und schwimmen den Fluss hinunter.
Hunden sagen: Danke, Löwenbaby, dass du uns gerettet hast. Und die Elefanten machen sich ebenfalls auf den Weg. Auch wir können wegfliegen. Seht nur, ein Heißluftballon. Setz dich mal in den Heißluftballon. Und wir wackeln hin und her, hin und her. Und schön langsam steigen wir in die Luft. Seht nur, da unten ist das Löwenbaby. Hallo, Löwenbaby. Hallo. Und wir fliegen weiter. Oh, das sind die Elefanten unten. Hallo, Elefanten. Wir fliegen weiter. Oh, da vorne, da sehe ich noch die Krokodile. Hallo, Krokodile. Und wir fliegen weiter und sind schon ganz weit oben. Wir atmen jetzt einmal ganz tief ein und aus. Wieder ein. Wenn du willst, kannst du dich auch in den Heißluftballon hineinlegen und deine Augen ein bisschen schließen. Vielleicht spürst du die kühle Luft. Und entspanne einmal deine Arme. Deine Arme sind entspanne einmal deine Schultern. Deine Schultern sind entspannt. Entspanne einmal deine Beine. Deine Beine sind entspannt. Entspanne auch noch deine Hände. Deine Hände sind entspannt. Öffne wieder deine Augen. Auf 1, 2, 3 beenden wir unsere Yoga-Einheit mit dem Wort Namaste. Bist du bereit? 1, 2, 3. Namaste. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald.